Hallo, ich bin Eva. Christine, hallo. Wir sind vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung Münster und wir setzen uns ein für das Recht auf einen sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch. Wir setzen uns ein für das Recht auf einen sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch, weil aus unserer Sicht im Moment da noch Defizite bestehen in Deutschland. Der Schwangerschaftsabbruch ist zum Beispiel immer noch im Strafgesetzbuch geregelt, was aus unserer Sicht ein absolutes Unding ist. Und das möchten wir ändern durch unsere Arbeit. Wir setzen uns außerdem ein gegen radikale AbtreibungsgegnerInnen, die immer noch ungewollt Schwangeren das Recht darauf absprechen, über eine Schwangerschaft selber zu entscheiden. Uns geht es vor allen Dingen darum, dass der Paragraph 219a in Zukunft abgeschafft wird bzw. dahingehend geändert wird, dass das Informationsverbot, was im Moment tatsächlich ja mehr oder weniger gilt und immer noch fortgeschrieben wurde im letzten Jahr in der Entscheidung der Parteien, dass dies aufgehoben wird zugunsten einer absolut freien Information sämtlicher betroffenen Personen in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche, über Methoden, über Möglichkeiten, über Alternativen etc. In Münster ist die Situation in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch etwas prekär. Es ist etwas besser als noch vor ein paar Jahren. Da sah es nämlich kurz so aus, dass es gar keinen Arzt, gar keine Ärztin mehr geben würde, der oder die einen Schwangerschaftsabbruch anbietet. Im Moment ist es so, dass wir drei ÄrztInnen haben, die einen Schwangerschaftsabbruch anbieten. Aber keine der Kliniken bietet einen Schwangerschaftsabbruch an, nur das Klinikum bietet Spätabbrüche an. Ja, im Wort diskriminierungsfrei ist im Grunde genommen schon liegt der Kern. Denn diskriminierungsfrei hieße für uns auf der Basis des Grundgesetzes eben unabhängig von Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung einfach ein Mensch zu sein, der sich frei bewegen kann in seiner Familie und dementsprechend die gleichen, dieselben Rechte hat wie alle anderen. Also wir wollen, dass jeder freien und auch möglichst kostenfreien Zugang zu Verhütungsmitteln hat, dass jede Familie so leben und zusammenwohnen kann, wie sie möchten und dass eben das binäre Bild von Mann, Frau und Kind aufgehoben wird, was eben nicht nur sich im Steuerrecht, sondern eben auch im Strafrecht etc. durch das ganze gesellschaftliche Leben hier in Deutschland noch zieht. Ja, im Tausendkreuzemarsch laufen verschiedene Organisationen mit, die sich gegen das Recht ungewollt Schwangerer aussprechen, selber über diese Schwangerschaft entscheiden zu können. Und das sind unter anderem christliche FundamentalistInnen, aber auch Mitglieder aus rechtskonservativen Zusammenhängen. Zum Beispiel sind da auch schon Mitglieder der NPD und der AfD mitgegangen. Und wir wollen mit unserer Gegendemonstration eben ein lautes Zeichen für sexuelle Selbstbestimmung setzen. Und wir wollen zeigen, dass die Mehrheit der Gesellschaft eben dafür eintritt, ungewollt Schwangeren selbst die Entscheidung zu überlassen. Ja, sexuelle Orientierung und sexuelle Identitäten, die von der so wahrgenommenen Norm abweichen, werden immer noch stigmatisiert und tabuisiert und herabgesetzt. Und wir finden es wichtig, dass gerade Kinder ganz früh schon in Berührung kommen mit allen möglichen Arten, sein Leben zu leben und sein Leben zu gestalten, damit sie selbst auch die Möglichkeit haben, sich selbstbestimmt zu entfalten. Ja, wir freuen uns sehr über alle Personen, die mitmachen wollen. Wir haben regelmäßige Bündnistreffen. Im Moment finden die online statt, aber hoffentlich können wir uns auch bald wieder persönlich treffen. Und dafür könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben oder uns über unsere Facebook-Seite kontaktieren. Und wie gesagt, wir freuen uns über jegliche Unterstützung.